Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Prepper, liebe Doomer, die ihr vielleicht gekommen seid oder die ihr früher Rüdiger Neberg Bücher gelesen habt und euch vorbereiten wollt. Tatsächlich nicht schlecht gewählt für Halloween. Ich hoffe, wir können aber hier vorne diskutieren, ohne dass die apokalyptischen Reiter hier auch noch durchkommen. Herzlich willkommen auch den Leutchen, die uns im Stream sehen. Wenn ihr was wissen wollt, ergänzen wollt, der Hashtag der Wahl lautet Dicksal für den digitalen Salon. Und ihr seid hier natürlich im Saal auch wie immer herzlich eingeladen mitzudiskutieren, entweder aus der Tiefe des Raumes, viel lieber aber noch hier vorne auf dem Stuhl, den wir extra für euch warm halten. Und hoffen, ihr kommt mit dazu und stellt die Fragen oder erzählt die Sachen, die euch interessieren, falls ihr denkt, na, wieso kommen die nicht auf mein Thema, könnt ihr es reintragen. Wir haben super Gäste, die wir immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufs Thema gucken. Also ich hoffe, insbesondere bei euch beiden stimmt es auch, was ich jetzt hier verspreche. Bitte macht es wahr. Ich möchte euch aber erstmal Jan Menzner vorstellen. Der ist freier Fotograf und Journalist, hat in Bremen Journalistik studiert, ist heute extra aus München angetuckert. Vielen Dank dafür schon mal für die weite Reise. Und er arbeitet als Journalist für Print und Online. Und er hat zusammen mit einem Kollegen für das Y-Kollektiv, ne? Ihr seid halb Englisch, vorne Englisch, hinten Deutsch. Das ist ein YouTube-Reportageformat, eine Doku gemacht, eine Kurzdoku, eine gute Viertelstunde lang, über einen gezielten Internet-Shutdown in Togo. Da hat die Regierung den Stecker gezogen. Da gehen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drauf ein und wir werden auch einen kleinen Ausschnitt daraus sehen können. Haya Schulmann ist da, wiederum aus Darmstadt angereist, danke auch dafür. Und sie ist promovierte Informatikerin und leitet den Forschungsbereich Cyber Security Analytics and Defenses am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie, das eben all da in Darmstadt ist. Schaut sich also die Infrastruktur des Netzes an, sucht nach Lücken, nach Sicherheitslücken und auch nach Lösungsideen dafür. Kommt ruhig rein, hier vorne auf dem Sofa wäre noch ein Plätzchen zum Hinkuscheln und da und dort ist bestimmt auch noch so ein Klotz unbesetzt. So, und ich stelle mir das ein bisschen vor wie von der Lions Cyberkommando bei der Bundeswehr, nur dass ihr, wie ich las, internationaler aufgestellt seid und im Verbund mit Kollegen aus Israel und aus den Vereinigten Staaten forscht. Und vielleicht hat der eine, die andere von euch erst vor ein paar Wochen von Haya und ihrem Team gelesen. Dieses Team hat nämlich aufgedeckt, wie betrügerische Website-Zertifikate erstellt werden können. Das geisterte so durch verschiedene Medien. Und bei Website-Zertifikate geht es euch vielleicht so wie mir, dass ihr euch erst mal erschreckt. Gleich kommt noch eine Tonne mehr Fachchinesisch und dann hoffentlich keins mehr. Mal gucken. Matthias Wählisch ist da, Juniorprofessor am Institut für Informatik an der Freien Universität in Berlin, hat an der FU Computerwissenschaften studiert und interessanterweise deutsche Literatur, wie ich zur Kenntnis nehmen durfte, ist dann aber doch den anderen Weg gegangen und leitet an der FU die Forschungsgruppe Internettechnologie. Auch da geht es eigentlich um das, was du erforschst, Haya, Netzprotokolle, Netzarchitekturen. Und die Forschungsgruppe, habe ich einfach natürlich auf eurer Seite nachgeguckt, schreibt sich auf die Fahnen, das Netz verlässlicher und sicherer machen zu wollen. Und jetzt kommt's, wenn man dann auf den ausführlichen Lebenslauf geht, wird als Forschungsgebiet angegeben BGP, ICN, IoT, Mobile IP, Multicast und P2P, keine Ahnung, Networking. Willkommen in meiner Welt. Ich war total begeistert, als ich es gelesen habe und dachte, na super. Und dachte so, wirklich in meinem Leben mehr Angst als vor dem Blackout habe ich irgendwie vor so einer Flut solcher Begriffe. Und dachte, jetzt habe ich sie alle gesagt, das müsst ihr nicht mehr tun und ihr könnt dann versuchen, das auf Deutsch zu formulieren. Es wäre, ich weiß nicht, wie vorgebildet ihr seid, aber ich habe noch nie vor einer Veranstaltung gedacht, davon habe ich nun wirklich keinen Dunst. Und ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn die Moderatorin in etwa versteht, worum es geht, stellvertretend für euch. Und wenn ihr das Gefühl habt, das wird jetzt echt zu weird, dann würde ich euch bitten, macht so irgendwie Möp, irgend so ein Wassergeräusch, damit klar ist, bitte hier nochmal ein bisschen definitorisch nachlegen. So, dann würde ich reihum erstmal hören wollen von euch allen, für wie wahrscheinlich ihr das haltet, dass so ein unfreiwilliges Digital Detox über uns kommt. Von dir, Matthias, habe ich den Satz gelesen, das Internet ist relativ stark verwundbar, was ich ja auch schon super finde, also stark, aber relativ.
Ist es denn auch wahrscheinlich, dass es vollständig zum Erliegen kommt? Also jetzt gucken wir vielleicht erstmal auf Deutschland oder auf den Kontinent Europa. Ja, das Internet ist relativ stark verbundbar. Warum? Weil wenn man sich anschaut, was die Kernmechanismen hinter dem Internet sind, dann haben die eigentlich nichts mit Sicherheit zu tun. Ja? Als Kerntechnologien für das Internet entworfen wurden, hat man sich nicht um Sicherheit Gedanken gemacht oder den Schutz der Protokolle, sondern einfach darum, dass die Sachen möglichst gut funktionieren. Mhm. Und deswegen kann man zum Beispiel relativ leicht Verkehr umleiten. Also wenn man vielleicht einen Schritt nochmal zurückgeht, was ist eigentlich das Internet? Wir reden die ganze Zeit, Thema ist LAN gelegt, Internet. Das Internet ist nicht so ein Netz, so ein einzelnes Netz. Oft wird es ja irgendwie als Wolke gemalt, ja, ganz nebulös, mag ja für einige nebulös sein. Aber tatsächlich ist es nicht nur eine Wolke, sondern es sind viele, viele, viele Wolken. Und jede dieser Wolken ist im Prinzip so ein Netz. Und was ist die Aufgabe des Internets? Letzten Endes Informationen von A nach B zu verteilen. Kann man sich so vorstellen wie die Post, die macht das auch. Und dafür muss zum Beispiel das Internet was machen? Informationen austauschen, wer wen wie erreicht. Ja, genauso wie es einen Stadtplan gibt, wo ich nachgucken kann, wie ich zum Beispiel das Higgs hier finde, machen das auch die Kerngeräte im Internet. Und das macht man halt nicht manuell, sondern dynamisch. Dafür gibt es eben sogenannte Protokolle. Und eines dieser großen Protokolle dahinter ist BGP, BGP, Border Gateway Protokoll, also das Protokoll, was sozusagen am Ende dieser Wolken, dieser Netze gesprochen wird, um diese Informationen auszutauschen. Und das beispielsweise ist extrem leicht angreifbar, denn jeder kann da was behaupten, was er möchte. Das ist dann so ähnlich, als wenn ich sage, das Higgs ist nicht hier, sondern in Darmstadt. Und wenn ich das Ihnen allen hier sagen würde und Sie das glauben würden, dann würden Sie nicht hier sein, sondern in Darmstadt. Unpraktisch. So, das heißt, diese Struktur ist eine offene, die etabliert wurde, als man noch in der fröhlichen Zeit lebte und keine Sicherheitsbedenken haben musste, weil ja nur eine Handvoll andere Leute, die es auch gut meinten, sich da tummelten. Lässt sich denn diese Sicherheitsinfrastruktur nachträglich in diese Architektur, die sich ja aus ganz unterschiedlichen zusammensetzt, implementieren oder ist das ausgeschlossen? Genau, man hat halt über die Zeit erkannt, so wie wir uns das ursprünglich gedacht haben, alles basiert auf Vertrauen, das klappt halt nicht. Und dann hat man natürlich auch darüber nachgedacht, wie kann man es besser machen. Da gibt es Protokolle wiederum, die das eben besser machen und die werden sozusagen stückweise auch eingeführt tatsächlich. Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, warum ist das Internet leicht verbundbar? Das ist halt ein Grund. Wie ist es überhaupt noch verbundbar? Naja, es gibt halt diese Kabel. Ne? Irgendwo müssen die Daten langlaufen, das kann über Luft passieren, das kann aber auch über die Kabel passieren. Und spätestens, wenn sie zum Beispiel Kontinente verbinden oder ganze Städte, dann klappt es mit der Luft nicht so gut. Dann nimmt man halt ein Kabel. Das Kabel kann man kaputt machen, dann ist die Leitung kaputt. Das ist halt so, wenn meine Leitung beim Wasserhahn kaputt ist, kommt kein Wasser mehr raus. Und das ist natürlich eher ein bisschen unwahrscheinlicher, insbesondere, dass sehr viele Kabel kaputt gehen, sodass sich quasi keiner mehr miteinander austauschen kann. Aber eben auf dieser etwas überliegenden Schicht, dieser Informationsaustausch, wer findet wen, das ist leicht möglich. Und wenn man sich jetzt sozusagen, oberhalb des Internets gibt es ja noch was anderes, ne? Nämlich irgendwelche Anwendungen. Facebook, Google, die E-Mail, den Livestream, den wir jetzt hier haben. Und das ist eigentlich das, womit wir alle hier so ein bisschen mehr zu tun haben. Und das ist für viele quasi das Internet, obwohl es eigentlich nicht das Internet ist. Und diese Anwendung, diese spezifischen Dienste anzugreifen, das ist halt auch relativ leicht möglich. Mhm. Haya, würdest du da sagen, zeichne ich so ab, also das Internet als Infrastruktur ist relativ stark verwundbar. Und ich sage einfach mal die Oberfläche des Internets, da wo so der alltägliche User tagsüber drüber läuft, drüber surft und es nutzt, ist es, wenn ich die richtig verstanden habe, genauso oder vielleicht sogar noch mehr? Also erstens, ich bin sehr neidisch auf Matthias, der spricht so gut Deutsch. ich bin viel besser auf Englisch. Aber wahrscheinlich weniger gut Hebräisch. Ja, definitiv. Definitiv. Also werde ich versuchen. So, Internet ist verteilt. Matthias natürlich hat recht, dass es ist stark verwundbar, aber es ist viele Netze, wie Matthias hat gesagt, und deswegen ist es schwierig, Internet komplett auszuschalten. Mhm. Man kann ein Netz oder ein Internetanbieter, ISP, Internet Service Provider, auszuschalten, aber dann, vielleicht versuche ich auf Englisch. Sprechen Sie Englisch?
Super. Aber ich weiß nicht, ob ich dann noch mitkomme. Gut. Gut, also dann ich kann versuchen auch nachher auf Deutsch. So, you can attack one connection, you can attack one ISP, but you cannot really shut down the entire internet. The whole purpose of the internet as it started, it was distributed. So if your Deutsche Telekom connection is down, then you can connect always over Vodafone, for instance, or you can connect over your cellular network and so on. So essentially taking offline the entire internet is a challenging task, but then we come to the protocols, as Matthias mentioned, and the problem with the protocols is they indeed were based on trust when they were designed, and hence nowadays it's extremely easy to attack them. They are attacked. These attacks happen thousands a year, some serious attacks and some misconfigurations, and more significantly is the trend. Am I speaking too fast of English? Okay. More significantly is the trend that although we started with internet as a distributed infrastructure, we are becoming more and more centralized. And that's why it's much more difficult, it's much more easy to really sozusagen take the internet down. It's not, it won't be really taken down, but the services will be taken down. So think about your social network, Facebook. Almost everyone uses Facebook. Think about your professional life on LinkedIn. Think about your services on a cloud. Think about your trade on an online trade platform. Think about digital currency. So nowadays, all the services, they are becoming centralized. So to attack a country, to create chaos, or to take an internet down, you don't need to attack the infrastructure, I mean the cables. You just need to attack those services. Jetzt gehen wir, darf ich weiter auf den ja, Schrank? Ja, ja. Jetzt, ihr beide habt tatsächlich jetzt gleich den feindlichen Angriff, die Attacke benannt. Ist das das, was du für am wahrscheinlichsten hältst? Es hätte ja auch sein können, du argumentierst jetzt mit Erdbeben, die Unterseekabel werden vom Hai durchgebissen oder was auch immer. Na, das hat natürlich mit verwundbar zu tun, weil du hast gefragt, ist Internet verwundbar oder stark verwundbar? Es ist stark verwundbar, aber nicht genau, nicht direkt Internet, sondern die Dienste, die Internet heute anbietet oder bietet. Und ich werde nur ein Beispiel dazu geben. These networks, like think of social networks. Nowadays there is a lot of attempt from different countries, which I don't know if I should mention because we're being online, to influence the ecosystem in Europe, to influence the ecosystem in the United States, to influence the elections, to influence who will be in charge, to have control over those things. Some other countries want to infiltrate themselves into the critical infrastructure, want to sell their hardware. Germany doesn't produce hardware of its own, so we buy hardware. There are there are very few countries which try very aggressively to push their hardware so that we are all dependent on it. And this hardware, one day, they can push the Schalter and then the Internet will go down. This would be a realistic scenario. Wenn wir von diesem Beispiel sprechen, the Internet will go down, reden wir dann von einem globalen Ausmaß? Reden wir von Europa, der Bundesrepublik Deutschland oder hier manche meinetwegen Netze. Die Kommune Berlin? Manche Netze, die diese Hardware nutzen. And so that's the problem, essentially, because you can control the public opinion in social networks. There is evidence that it's done. You can control, you can eavesdrop on it. You can monitor what happens with elections, during elections. It happened with the websites of SPD and others by attacking the BGP protocol. You can create bots on social networks to influence people's opinion. You can distribute fake news. So nowadays, essentially, that's the threat, because nowadays we, although internet is so distributed, the services that it provides are really centralized. Man muss einen entscheidenden Unterschied machen. Also die Dienste sind weiterhin natürlich verteilt. Ja? Denken Sie an sowas wie einen Cloud-Dienst, Amazon. Das liegt nicht auf einem Server, es liegt auf vielen Servern. Diese ganzen Server sind verteilt auf der ganzen Welt. Das Problem ist, dass die Dienste konsolidieren. Es gibt halt nur noch sehr, sehr wenige Betreiber, die Kerndienste, Anwendungen bereitstellen. Ja? Wer von Ihnen, mal kurz die Hand hoch, benutzt als Suchmaschine Google? So, wer von Ihnen kennt noch eine andere Suchmaschine außer Google?
Aha, das sind die informierten Bürger, sehr gut. Aber stellen Sie die kommen mal, jeden Monat. Aber exzellent. Aber stellen Sie sich mal vor, also ich würde behaupten, wenn wir diese Umfrage ein bisschen repräsentativer machen, dann ist die Verteilung anders. Der Großteil kennt nur Google. Und stellen Sie sich jetzt mal vor, Google sagt, nee, das ist ein kostenloser Dienst, wir schalten das jetzt ab. Oder Gmail. Können Sie einfach machen, Sie bezahlen dafür nichts. Ich glaube, dann gibt es ein Problem. Ja, eins, das wir schon häufiger angesprochen haben hier vorne. Jetzt erstmal vielen Dank. Ihr beiden habt jetzt sozusagen den großen Rahmen abgesteckt. Jetzt würde ich im klassischen journalistischen Trichter mal auf den Einzelfall kommen und damit auf Jan. Du hast ja über den Shutdown berichtet. In Togo vor 2 Jahren hat der stattgefunden. Jetzt jede Menge W-Fragen. Wer hat da was wie abgeschaltet? Also erstmal so ein Shutdown. Also vorher hat Haya davon berichtet, dass man über Social Media Meinung beeinflussen kann und durch Falschinformationen oder durch andere Dinge eben Einfluss nehmen kann. Ein Shutdown wird letztendlich durchgeführt, wenn man vielleicht sich nicht gut genug im Internet auskennt, um das durchzuführen oder nicht die Mittel hat. Also der Shutdown ist so die Hammermethode. Ich schalte das Internet ab, weil irgendwas im Social Media Bereich unterwegs ist, was mir nicht gefällt als Regierung. Also das ist wirklich eine sehr grobe Methode. Und in dem konkreten Fall, in dem Felix und ich unsere Reportage gemacht haben, ging es halt um Togo. Das war ein 5-tägiger Shutdown, wo sowohl Internet als auch Mobilfunk abgeschaltet wurde. Und der Anlass waren Proteste gegen die Herrscherdynastie, das sind die Nasingbes. Der Vater ist 67 per Militärputsch an die Macht gekommen, 2005 gestorben und hat seinen Sohn vorher quasi, hat ihm geholfen, dass er halt an die Macht kommt. Und der ist auch heute immer noch der Präsident, zwar jetzt gewählt, aber die Wahlen sind immer mal so ein bisschen unklar, wie demokratisch die sind. Also wird teilweise von der EU auch angezweifelt. Und dagegen gab es jetzt Proteste, dass er entweder sofort zurücktreten soll oder eben zumindest, dass es ein Term Limit gibt. Das gibt es nämlich aktuell nicht. Und dann dass es was gibt, Entschuldigung. Ihr müsst MÖP rufen. Ein Term Limit, dass man quasi nicht wie Merkel so viele Amtszeiten machen kann, wie man will. Ah, okay. Sondern okay. Das ist halt, in dem Fall fordern sie, dass es zwei Amtszeiten sind und zwar im Idealfall rückwirkend, also dass er bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten dürfte. Okay. Und das war eine aktuelle politische Debatte, die natürlich seitens der Regierung oder seitens des Präsidenten nicht erwünscht war. Und dann geschah was? Also ich meine, wir sagen immer so Stecker ziehen, aber wo ist denn der Stecker? Also was macht man, wenn man Internet und Mobilfunk in Togo ausschalten möchte? Also tatsächlich ist es immer von Land zu Land unterschiedlich, konkret in Togo ist es so gewesen, dass die Regierung nicht selbst den Stecker gezogen hat, sondern den Stecker hat ziehen lassen. Also zu dem Zeitpunkt, als der Shutdown passiert ist, gab es 2 Mobilfunkbetreiber dort, ein staatliches Unternehmen, Togocell, und ein privates Move. Und es gibt leider null Transparenz und die Regierung hat auch auf unsere Anfragen mehrfach nicht geantwortet. Das heißt, wir können halt nur das wiedergeben, was uns unsere Quellen vor Ort gesagt haben. Und das ist quasi, dass die Regierung den Betreibern gesagt hat, es gibt hier ein Sicherheitsrisiko, ihr schaltet mal ab. Und zumindest das mit dem Sicherheitsrisiko wurde von Gilbert Bavara, das ist ein Minister aus dem Kabinett, öffentlich auch bestätigt, dass das ein Anlass war. Wie genau das alles passiert ist, ist nicht ganz klar. Es ist nur klar, dass die beiden Dienstleister sozusagen den eingestellt haben und 5 Tage später war es wieder da. Und in der Zwischenzeit konnte halt niemand kommunizieren und dementsprechend konnte sich der Protest natürlich auch extrem schwer formieren, weil die sich halt über Online-Portale oder über WhatsApp organisiert haben und gesagt haben, wo jetzt quasi gerade das nächste Treffen stattfindet. Und war damit der Protest oder die sich formierende und artikulierende Kritik auch tatsächlich abgewürgt? Also dachten dann die Bürger, scheiße, wenn ich tatsächlich für meinen Alltag weiter Zugang zur mobilen Telefonie und zum Netz haben will, dann lasse ich das besser mit den Verabredungen zu Demos oder Diskussionen? Nein. Also die Leute haben natürlich erstmal gemerkt, das hat schlechte Auswirkungen, also ganz kurzfristig hat es das Problem für den Präsidenten gelöst, also die Proteste in dem Moment haben tatsächlich aufgehört, weil die keine Chance mehr hatten, sich zu organisieren, aber die Proteste gehen seitdem immer weiter und tatsächlich sind jetzt für Dezember sind neue Parlamentswahlen angesetzt und eben 4 Tage später soll auch über Änderungen in der Verfassung abgestimmt werden, also zumindest so ein Teilerfolg hat man jetzt schon mal, noch keinen direkten Rücktritt, aber so ein Teilerfolg hat man erzielt. Also der Shutdown hat letztendlich den Protest natürlich nicht zum Erliegen gebracht, sondern hat eher die Unzufriedenheit gesteigert. Jetzt würde ich natürlich von euch gerne hören, ob ihr was wissen wollt oder ob einer oder eine von euch Lust hat, sich zu uns zu gesellen.
Könnt ihr auch tun, ohne dass ich nochmal auffordere. dann machen wir erstmal weiter, aber bitte begehrt auf, wenn ihr denkt, reicht jetzt möchte ich mal was sagen. Das, was wir hier besprochen haben, dafür gibt es dann so einen schönen Ausdruck, der wandert dann auch durch die entsprechenden Presseberichte, das ist der Internet-Kill-Switch. Da muss ich aber nochmal nachfragen, nach allem, was ich von euch jetzt verstanden habe, gibt es den halt nicht, diesen Hauptschalter, den ich so rum oder so rum einlege, sondern es ist ein System mit etlichen Untersystemen, oder wie würdet ihr das beschreiben? Also ist dieses Internet-Kill-Switch, ist das eine Metapher, um es verständlich zu machen, was der Effekt sein würde? Es existiert, aber man killt nicht den ganzen Internet, sondern ein Netz. Es passiert in verschiedenen Ländern. It happened in Egypt. Mm-hmm. It happened in Syria. So you can kill the internet by, for instance, manipulating a routing protocol, BGP protocol. And then the citizens in that country, they cannot communicate outside. So mm-hmm. you can shut down, you can disconnect a few networks, but you do not kill the entire internet. Mm-hmm. It does happen, but then there's people can communicate within those countries, use the services in those countries. They are simply disconnected from the services outside. Verstehst du dann? Ja. Aber also es ist richtig, wobei man sich eben die Frage stellen muss, wie geht es denn überhaupt, dass zum Beispiel in Ägypten auf einmal das Internet nicht mehr funktioniert oder in anderen Ländern. Und das geht genau deswegen, weil die gesellschaftlichen Strukturen so sind. Ja, das sind autokratische Länder. Und genauso wie die Regierung dort sagen kann, wir möchten nicht, dass unsere Bevölkerung eben zum Beispiel Twitter benutzen kann oder YouTube, wie es in Pakistan passiert ist, oder wir möchten nicht, dass unsere Studenten beim Examen schummeln können, im Internet nachschauen können, wo da auch das Internet in bestimmten Ländern abgeschaltet. Das geht genau deswegen, weil die gesellschaftlichen Strukturen so sind. Und das hat eben auch gar nichts mit dem Internet zu tun, das muss man eben auch klar machen. Die könnten genauso sagen, wir möchten nicht, dass die Briefpost machen können. Wir haben da eine Grenze, Post geht nicht mehr raus, Ende. Wir möchten nicht mehr, dass diese Leute verreisen können, wir machen die Grenzen zu. Okay, du sagst, das ist letztlich die Frage, wer, dann bleiben wir doch bildlich, am Drücker sitzt. In autokratischen Systemen ist das relativ klar, klingt jetzt total verheißungsvoll, wir sind keins. Leben in keinem autokratischen System, aber wer könnte das denn bei uns veranlassen? Die Regierung nicht, schließe ich implizit aus dem, was du gesagt hast. Da liegen dann die Monopole bei den Unternehmen, oder? Genau. Und die internationalen Bösewichter hatten wir vorher schon angesprochen. Genau, also technologisch ist das Internet eben vollständig dezentral, damit auch deutlich robuster als alles, was wir sonst so kennen. Aber klar, wenn die Regierung jetzt sagt, wir wollen das nicht, das ist ein Problem. Und das andere ist natürlich unser Nutzerverhalten. Wenn wir eben Kernanwendung nur von einem Anbieter, zum Beispiel wie Google oder Amazon, beziehen, dann liefert man sich natürlich auch so ein bisschen aus. Okay, dann sage ich ganz schnell für alle, die vorhin dachten, Mist, welche anderen Plattformen, Suchmaschinen meint er denn? DuckDuckGo oder Startpage? So, dann könnt ihr da ein paar Daten hinschicken und von Google wegholen. Ja, aber das muss man sich schon klar machen. Also letzten Endes benutzen wir sozusagen viel mehr als früher in unserem Alltag, sozusagen lagern, benutzen wir Dienste, die sozusagen einfach kostenlos angeboten werden aber nicht umsonst kostenlos angeboten eigentlich und liefern uns auch zum gewissen Grad aus. Das ist das eine. Und das andere, es gibt natürlich da auch eine viel höhere Diversität. Also Google ist ein gutes Beispiel. Das ist halt nicht nur eine Suchmaschine, viele haben auch eine E-Mail-Adresse darüber. Mhm. Und es ist alles zentralisiert auf ein oder wenige Unternehmen. Dass wenn man sich so weiter die Sachen noch im Detail anschaut, ist es tatsächlich so, dass diese großen Firmen, von denen Sie viele kennen, eben Google, Amazon, Facebook etc., dass die halt nicht nur Anwendungen anbieten, sondern zum Beispiel eben auch Unterseekabel neuerdings tatsächlich im großen Stil finanzieren. Das heißt, die Ihnen dann gehören? Die, wo Sie zumindest Kontrolle mit haben. Mhm. Also entweder vollständig oder anteilig. Und das zeigt halt, es gibt immer mehr eine Konsolidierung und eine Konzentration und letzten Endes auch wieder eine Monopolisierung. Was, wenn man sich das genau überlegt, eigentlich dem Internet zu widerspricht, denn das Internet, so wie es gebaut wurde, hat eigentlich versucht, eine Monopolisierung, wie wir sie aus dem Telefonnetz kennen, aufzubrechen. Da spricht der Fan von Open-Source-Anwendungen. Auch, aber der Punkt ist so ein bisschen, das Internet an sich kann man da eigentlich nicht verteufeln für bestimmte Angriffsprobleme, die wir so haben, sondern es ist sozusagen unser eigenes Nutzungsverhalten auch. Ja. Okay.
Ich würde tatsächlich an der Stelle gerne nochmal fragen, wir haben jetzt geschnallt, also die Anwendung, sozusagen die Seiten, die Seite des Internets, von der die meisten User reingucken, ist die, die besonders gefährdet ist. Andere Strukturen sind es auch, aber eben immer nur Strukturen, nicht das große Ganze. Also der globale Crash ist dann vielleicht doch erst nochmal was für Science-Fiction-Autoren. Aber trotzdem würde ich nochmal gerne nachfragen, dich, Haya, was ist denn los, wenn in einem größeren Maßstab, nehmen wir an, Deutschland oder Berlin betroffen wären. Gut, dann wären irgendwie meine gemütlichen Abende mit Deliveroo und Netflix wären schwierig, aber was wäre denn vielleicht noch schwierig oder tatsächlich ja auch markanter, denn wir leben ja in einer relativ komplexen Gesellschaft, wo alle möglichen Prozesse, Kai hat es eingangs gesagt, mit dem Netz verwoben sind. Wir wissen ja, wir sagen ja nicht, ich nutze jetzt dieses Internet, sondern es umgibt uns ja einfach. Ja, also erst nur klarzustellen, natürlich technologisch gesehen kann man verschiedene Netze ausschalten und dann gibt es Schalter, das schaltet das Internet aus, aber nicht ganz im Internet und es ist passiert und es könnte auch in Deutschland passieren, technologisch gesehen natürlich. Was wäre so ein Worst-Case-Szenario? Jetzt dann doch mal Halloween-Feeling hier. Also es gibt ein Internet Exchange Point, das ist so wie ein Junction in Frankfurt. Mhm. Ich hasse es, wenn ich spreche, when I mix German and English, then I start speaking with an English accent in German. This is really funny. So I will just continue. Yeah. So there is an Internet Exchange Point in Frankfurt, and it connects different networks. For instance, in Germany, there is such junctions. They exist in different places, another one in London, for instance. And so if you manipulate that, then you can manipulate the communication in the internet, where it goes and who can communicate with whom. So theoretically, technologically, it's possible to disconnect Germany. It doesn't have to come from the government even, because those access points, they are vulnerable. Mm-hmm. There is evidence that sometimes they're attacked, manipulated. So if someone can take control over them, and I'm not saying an army which comes take over the building and all the hardware inside the building and then takes control over it. I'm saying just from a digital world, if you find a vulnerability and you take over the router, then essentially you can disconnect a country. It is a possible scenario, also in Germany. Countries do, even democratic countries, by the way. Like, I'll give you an example of Greece. Mm-hmm. You know what censorship is, right? Governments decide what you are allowed to see, what you're not allowed to see. So United States applies censorship, pornographic websites, weapons, and others, which country decides what is legal and what is illegal. China, for instance, applies a lot of censorship. So Greece applies censorship on many websites which you would not even expect. So countries do disconnect services for users, not the entire internet, specific services which countries decide are illegal in that country or should not be seen in that country. It's kind of, you could say, a shelter for that service of the internet. So that does happen, and countries have this technological ability. Of course, it can be much worse. As I said, you can disconnect entire networks, entire countries from the rest of the internet. Now, going back to Germany and to democratic countries, such scenarios are possible. Such attacks happen. Typically, the goal of attackers is not to be detected. Mm-hmm. Verstehen Sie, was ich meine? Mm-hmm, mm-hmm. So the goal of the attacker is, if they manage to find some vulnerability, which allows them to control an IXP in Frankfurt, this means they can see all the traffic in Germany, or if they manage to divert traffic through Eastern Europe. Das heißt, als du sagtest, Frankfurt hat einen großen Knotenpunkt, London hat einen, dachte ich gleich so, Bankenbusiness und Börsenmanipulationen und sowas. Aber das nach dem, was du jetzt zum Schluss sagst, verstehe ich doch eher, geht gar nicht drum, da groß Chaos zu stiften, sondern Informationen abzufischen, die ich sonst nicht hätte. Genau. Eigentlich, nowadays it's all about the information. So how do you obtain intelligence? Before 50 years ago, you used to send spies, they used to infiltrate societies, and that's how you would get information. Nowadays, it's much easier to get information if you just attack the service. But once the attacker attacks the service, and takes over the service, it would not want to be discovered. Mm-hmm. So your goal is keep low profile
and to keep undetected. And if you start disconnecting a country, everyone will detect this, and then it will fix the problem. So, of course, attackers nowadays, sophisticated attackers, large attackers like government-sponsored security agencies, they don't do attacks to steal money. They do attacks to gather intelligence, whether it is for profit of companies like China does, for instance, to get intelligence for their financial industry, or some other countries in Eastern Europe which want to get intelligence about elections and so on. So it's all about intelligence. Of course, there are other attackers as well whose goal is to steal money, and this happens. Only a month ago, there was an attack against PGP protocol to steal digital currency by cyber criminals. So mm-hmm. such attacks happen as well. Typically, they steal money, and then you detect the attack, you see that there was a problem, and then the problem is fixed. These are less devastating attacks. So diese Angriffe sind weniger verheerend, weil, because you can detect that they happen. The problem with attacks, which we do not detect, and those happen a lot. Okay, jetzt haben wir, Jan, einige sozusagen Anwendungsfälle gehört. Jetzt würde ich gerne noch mal mit dir nach Togo gehen. Du hast gesagt, was das Ziel des Shutdown war, nämlich den Unmut, der sich da kanalisierte und organisierte, einfach abzuwürgen. War mäßig erfolgreich, aber es gab ja jede Menge andere Sachen, die auch nicht mehr funktioniert haben. Welchen Stellenwert hatte das für die Bürger des Landes? Was hat nicht mehr geklappt? Ja, also tatsächlich ist, wenn man jetzt an Togo denkt, das ging uns tatsächlich auch so. Wir dachten halt, okay, das ist ein Land, das ist im Entwicklungsindex relativ weit unten. Wie groß wird die Rolle des Internets da schon sein? Also mit Sicherheit sind ein paar Leute betroffen, aber wie viele sind es wirklich? Und wir waren total überrascht, als wir da waren, dass wirklich fast jeder, den wir getroffen haben, wir waren in der Gegend der Hauptstadt auch, das mag eine Rolle gespielt haben, dass fast jeder wirklich ein Handy hatte und selbst Leute, die keinen Strom in ihrem Haus haben, haben ein Handy und laden das dann irgendwo anders auf und haben halt WhatsApp zum Kommunizieren. Und ja, die Folgen sind ziemlich weitreichend. Das, es geht von, ich kann kein Geld mehr abheben, weil der Geldautomat nicht funktioniert, weil der weiß ja auch nur mit Internet, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Ich kann zum Beispiel keine medizinische Hilfe rufen. Also wir haben Geschichten gehört von Menschen, die gestorben sind. Oder es gibt Geschichten aus Indien, wo Mütter ihre Kinder verloren haben, weil sie nicht rechtzeitig sozusagen medizinische Hilfe rufen konnten. Ja, es ist auch natürlich eine geschäftliche Sache. Also Togo hat $300,000 am Tag verloren, was jetzt für uns erstmal nicht so viel klingt. Wenn man jetzt aber überlegt, dass die ein Pro-Kopf-GDP haben von $567, ist es, glaube ich, dann sind es halt doch wieder für relativ viele, also für die Menschen dort ist das sehr viel Geld. Also es kommen ganz viele Faktoren zusammen. Und wenn man nochmal 1000 Kilometer nach Osten springt, nach Kamerun, da war ein dreimonatiger Shutdown. Da hat es dann natürlich nochmal ganz andere Folgen. Weil auch von der Regierung initiiert? Auch durch die Regierung initiiert. Also das ist da ein Disput zwischen dem frankophonen und dem anglophonen Gebiet und in der anglophonen Region wird das Internet abgeschaltet. Und da, der längste bisher verzeichnete Shutdown war 3 Monate lang. Und da ist die Startup, also da ist ein Startup-Hub in diesem Gebiet. Mhm. Wenn du ein Startup aufziehen möchtest und hast 3 Monate lang kein Internet, um dich zu connecten, kannst du dein Startup in die Tonne kloppen, weil dann ist es nicht mehr aktuell. Also das sind wirklich auch finanzielle Sachen. Und eine Sache, die wir so gar nicht vorher extrem bedacht hatten, ist tatsächlich das Vertrauen in die Regierung. Also man sieht es ja vielleicht in Europa, wenn das Vertrauen in die Regierung oder generell in die Politik nachlässt, dann wären die Zustände im Land vielleicht ein bisschen kritischer, die Gesellschaft rutscht vielleicht ein bisschen mehr an den Rand, politisch gesehen. Und wir haben mit jedem, mit dem wir gesprochen haben, war die Aussage, wir verlieren das Vertrauen ins Internet und wir verlieren das Vertrauen in die Regierung, weil die uns das, wir wissen, die hat uns das Internet weggenommen in dem Moment. Und das bedeutet, dass wir mit jungen Menschen gesprochen haben, die studiert sind, die wirklich was für dieses Land leisten können, die sagen, ja, wenn ich einen Job in Ghana bekomme, gehe ich weg, weil da ist eine sichere Infrastruktur sozusagen. Das werden wir gleich sehen. War auch tatsächlich noch so wie so eine Art Schlupfloch Ghana oder die Nähe der Hauptstadt zur Grenze, so dass man da Austausch finden konnte. Aber bevor ich das jetzt alles spoiler, würde ich sagen, lasst uns das mal gucken. Wir sehen so 2-3 Minuten aus der Doku, die ihr dann in Toto auf YouTube gucken könnt. Also wir sehen sie nicht, wir hören sie. Es hat bereits 2016 ein klares Zeichen gesetzt und Shutdowns zu Menschenrechtsverletzungen erklärt.
Gut so, sagt man mehr. There is no reason that can justify internet chatter. People need internet to communicate with their families when there is a problem and there is security problem. People need internet to know where to go by to reach their home when there is security problems. So internet connection is resolving the security problem, but it's not the problem for security. That is simple. Jacob. Am Abend tritt gern das Interview ab. Wir suchen nach Antworten. Warum hat die Regierung eine solche Angst vor dem Internet? Wir sind eben die Aufnahme unseres Interviews mit Moderna durchgegangen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass der Präsident des ISAF-Chefs sehr häufig betont, dass die Regierung das Internet gar nicht komplett versteht, sondern immer nur die Gefahr für die eigene Macht wahrnimmt, aber eben nicht in Funktion, dass es helfen kann, die nächste Entwicklungsschritte zu tun. Die Nutzen für die einfache lokale Bevölkerung quasi nicht sieht. Und deswegen wollen wir jetzt auch mal mit der Regierung sprechen, genau gesagt mit Ihnen ausgebildete Kommunikationsministerin, und hoffen, dass sie uns vielleicht die Perspektive der Machthabenden etwas näher bringen kann. Während wir auf eine Antwort aus dem Ministerium warten, treffen wir uns mit Olippi. Er benutzt die Grenze zu Garnanzeigen. Der Weg dahin führt ausgerechnet durchs Regierungsviertel. Ja? Hier im Ministerium für Post und Telekommunikation liegt irgendwo unsere Antwort. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, näher werden wir der Ministerin nicht kommen. Mit uns will er dann überreden. Nach 15 Minuten auf dem Motor sind wir an der Grenze. Hier haben die Menschen während des Stadtbaus ein Schlupfloch zum Internet gefunden. Und auch Journalisten können von hier aus für Transparenz sorgen. I wanted to show you this because during the shutdown of the internet in Togo, the people in Togo, population, came here to use the internet of Ghana. In this part, they are selling Ghana ships. This is the same thing. In the Ghana part, they are selling the Togo ships too. Mikrofon abgeschoben. Während der das Mikro wieder anschlägt, will ich noch ein paar Bilder aufnehmen. Ich glaube, jetzt können wir rausgehen. Vielen Dank. Da wird das nochmal gezeigt an der Stelle, wie die Leute eben Wege um die Hürden rundherum finden. Wie gesagt, in Gänze findet ihr die Doku auf YouTube. Jetzt habe ich allerdings gedacht, okay, du hast es gerade selber ein bisschen angesprochen. Wir erleben jetzt eigentlich ständig Debatten um neue Polizeigesetze, um Sicherheitsmaßnahmen aller Art. Die lassen sich prima durchsetzen oder doch zumindest ganz gut und in Teilen mit Verweis auf Terror, mit Verweis auf eine gefährdete öffentliche Sicherheit. Los ging das, was wir gezeigt haben, mit deiner Aussage, in Deutschland würden wir das nie akzeptieren, wenn Merkel uns wegen Terrorgefahr für 5 Tage den Saft abdreht. Da habe ich mich gefragt, echt? Würden wir nicht? Also, ich sage mal so, ich würde es nicht. Der Mann muss gleich was sagen, aber du redest erstmal aus. Also ich würde es nicht akzeptieren. Also zumindest nicht, wenn mir nicht ein sehr, sehr guter Grund präsentiert wird. Weil das ist ja das Problem. Es gibt ja keinen, das ist ja auch in Deutschland, gibt es ja kein System, das regelt, wann darf ich abschalten, wann nicht. Also es ist einfach nicht vorgesehen. Es gibt keine Instanz, die das prüft oder so. Und solange mir quasi keine 100%igen Beweise dafür vorliegen, würde ich das nicht akzeptieren. Und wenn ich sehe, was das für Auswirkungen in Togo oder auch in anderen Ländern hat, wo es abgeschaltet wurde, muss der Erfahrungswert halt auch sein, die Leute da akzeptieren es auch nicht, egal welche Begründung man ihnen gibt. Ja gut, sie akzeptieren es nicht, aber es blieb ihnen auch nichts anderes übrig. Also sie akzeptieren es vielleicht privat nicht, aber im Großen und Ganzen mussten sie damit leben. Dann würde ich jetzt hier gerne basisdemokratisch erfragen, würden wir das akzeptieren, wenn jemand sagt, also es geht um eure Sicherheit, um die eurer Freunde und Familie, es geht vielleicht sogar um eure Arbeitsplätze. Wir müssen jetzt 5 Tage lang das Internet ausschalten. Es ist besser für alle. So, ja, sagt wer? Eine, und eine hat es nochmal kurz abgehoben, da hinten noch eine. Und nein, sagen alle anderen, oder? Okay, es scheint mir viele Enthaltungen zu geben. Welche wären das nochmal? geht so, hätte ich vorher klarer kommunizieren müssen. Okay, vorhin hast du, glaube ich, dir was in deinen Bart reingemurmelt. Möchtest du es vielleicht nochmal laut sagen oder nach vorne kommen? Moment, ein Mikro, damit alle was davon haben, der Stream auch. Bitteschön. Das NetzDG, das ist ja keine totale Abschaltung, aber geht ein bisschen in diese Richtung. Es gibt Widerstand, aber nicht sehr stark. Und woran liegt das? Problemaufriss, Analyse? Wir haben zu wenig Bürgersinn. Wir haben zu wenig Bürgersinn. Haben wir das? Ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf heute Abend gedacht, vielleicht zu wenig Ahnung, also zumindest ich.
Aber könnt also, ihr nochmal diskutieren? Dazu würde ich ganz kurz sagen, ich glaube, wenn es halt um abstrakte Themen im Internet geht, ist es immer sehr schwer, eine breite Bevölkerung dafür zu begeistern oder überhaupt dafür zu interessieren. Ich glaube aber, wenn ich morgen oder wenn wir alle morgens aufwachen und plötzlich kann ich mit niemandem mehr kommunizieren über irgendwie Social Media, ich kann kein Geld mehr abheben, ich habe all diese Einschränkungen, ich kann nicht mehr navigieren mit Google Maps. Das würde Leute schon dazu bringen, sich auch dafür zu interessieren, weil wie kann man sich nicht dafür interessieren, wenn man es am Tag halt 100 Mal mitbekommt, dass es einen persönlich betrifft. Deswegen ist, glaube ich, da nochmal ein bisschen andere Motivation dahinter, sich zu engagieren, als jetzt bei einem abstrakten Gesetz. Okay, da könnte ich jetzt fies sein und sagen, du argumentierst implizit für so eine Schocktherapie, aber ach so, echt? Also ich dachte, das ist jetzt ein fieses, ja, untergeschobenes Argument. Tatsächlich wir tun ja auch nichts davor aktiv, um es zu verhindern, sondern ich glaube einfach, wenn es einmal passieren sollte, würde es einen riesen Aufschrei geben. So, das ist also diesen Zusammenhang, ich sag mal jetzt so von der technikseitigen, von den technikseitigen Aspekten unseres Themas und dem, was wir vorhin auch gehört haben, Menschenrechte, Bürgerrechte, Bürgersinn, das ist natürlich ein trickreiches Thema, haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Wie seht ihr das? Würdet ihr der Analyse des Zuhörers folgen und sagen, es fehlt Bürgersinn? Also um wirklich diese Themen für sich zu adoptieren und zu finden, ist genauso wichtig wie womit ich mich ernähre und wie mein Konsumverhalten ansonsten so ist? Ja, definitiv schon, würde ich schon sagen. Also sonst hätten wir bestimmte Probleme nicht. Bürgersinn kann man vielleicht auch, also die Analogie wieder außerhalb des Internets ziehen. Ich meine, wir alle haben gelernt, irgendwie über die Straße zu gehen. Wir haben gelernt, irgendwie Signale zu deuten. Wenn die Ampel rot ist, gehen wir vielleicht trotzdem rüber, weil wir wissen, da ist kein Auto und so weiter und so weiter. Wir wissen aber halt nicht, wie bestimmte Sachen im Internet funktionieren. Und damit können wir natürlich erstens Gefahren halt auch nicht deuten. Egal, ob jetzt der Browser irgendwie rot oder grün leuchtet, wir wissen eigentlich nicht, was das bedeutet. Und damit gibt man eben auch eine gewisse Souveränität ab, die man braucht, um sozusagen sich dann auch in dieser Welt zurechtzufinden. Da gab's eine. So, aber jetzt, ihr könnt euch zu zweit hier vorne hinsetzen, wie wäre das? Okay, bitteschön, das Mikro kommt zu euch, erst zu dir, dann zu dir. Hallo, ich möchte noch mal kurz auf diesen Shutdown zurückkommen. Also wenn Merkel sagt, wir schließen jetzt oder wir machen den Shutdown, wen ruft sie an? Weil das, was ich verstanden habe vorher, war, dass die technische Infrastruktur dezentral ist, dass die Anbieter zum ganz großen Teil privatwirtschaftlich organisiert sind. Also wen ruft Merkel an? Nur für mein Verständnis. Und ich möchte dann noch eine fiese Zusatzfrage draus backen und sagen, ist es gut oder schlecht, dass Merkel das nicht selbst machen kann, sondern irgendwo anrufen muss? Also ich meine jetzt nicht Merkel als Person, sondern der Staat, die Regierung, die Exekutive. Bitte schön. Ja, also wo sie da anrufen sollte, naja, sie müsste im Prinzip bei allen Internet-Service-Providern anrufen, also die Deutsche Telekom, Vodafone, Hansenet und wen auch immer es da so alles gibt. Ja, die müssten halt sagen, wir stellen keine Internet-Konnektivität mehr bereit. Das ist so ein bisschen schwierig, weil es natürlich auch Provider gibt, also es gibt auch kleine Provider, ja, in bestimmten Gebieten, die kennt man vielleicht gar nicht so, die wiederum mit anderen Providern Internetkonnektivität austauschen. Und dagegen kann man, also die sind vielleicht gar nicht auf dem Radar, da weiß man gar nicht, wo man anrufen soll, so ohne weiteres. Aber ja. Für die große Menge. Trotzdem nochmal sozusagen in so eine Entweder-Oder-Frage gepackt. Ist es gut, dass sie da eine relativ lange Telefonliste hätte, oder ist es schlecht? Also würdest du dir wünschen, dass in demokratischen Systemen das Kabinett, der Innenminister oder die Kanzlerin darüber zu befinden hat? Oder ist es gut, dass das bei der Telekom und weiß der Geier, wem alles liegt? Naja, also ich persönlich finde es schon gut, dass das Netz so aufgebaut ist, dass man da nicht einfach so einen Schalter bei uns umlegen kann. Ja. So, Punkt. Und wer sollte die Kontrolle darüber haben? Ist es sinnvoll organisiert, wie es derzeit organisiert ist? Wie es ursprünglich angedacht war, ja, es ist sinnvoll, weil es eben eine hohe Pluralität erlaubt. Ja, jeder kann Internetkonnektivität bereitstellen und ich kann selber entscheiden, zu wem ich gehe. So, Punkt. Ist halt nicht zentral wie damals Telefonnetz, wo man die Deutsche Post oder die Telekom anrufen musste und nur dort Telefon bekam. So ist es halt bei uns nicht und das ist auch gut. Mhm. Bitte. In dem Roman Blackout, da geht es um Stromausfall, wo Terroristen auch, glaube ich, übers Internet das komplette europäische Stromnetz lahmlegen, was im
in dem Roman, dass der höchste, größte Katastrophe ist der Ausfall oder das uns um die Ohren fliegen eines Kernkraftwerkes. Mhm. Also da sterben Menschen. Bis jetzt hört sich das bei euch nicht so an. Ich kann kein Geld von der Bank abheben. Das hört sich danach eher harmlos an. Das ist die eine Frage. Also wie katastrophal kann es wirklich werden? Und die andere, ich komme auf das, was du gesagt hast, zurück. Okay, es mag jetzt aus liberalen oder moralischen Gründen schön sein, dass Merkel nicht irgendwo anrufen kann. Aber vielleicht gibt es ja Szenarien, wo es ganz schön wäre, dass jemand, oh Scheiße, bevor es richtig kacke wird, drücke ich mal auf Stopp. Kann ja sein, dass es sowas gibt. Und wenn wir das nicht können, haben wir vielleicht richtig ein Problem, oder? Vielleicht erstmal zur ersten Frage. Also das ist ja nicht nur, also wenn das Internet hier bei uns jetzt zum Beispiel in der Stadt wegfallen würde, ja, das kann ja schon passieren, dann hat das natürlich schon Implikationen, die außerhalb von, ich kann meine Oma nicht mehr anrufen, sind. Stellen Sie sich mal vor, wie Waren heutzutage geliefert werden. Ja. Die ganzen Warenhäuser, die haben keine Lagerkapazitäten mehr. Das wird alles just in time geliefert. Ja? Und wie wird das koordiniert? Naja, über das Internet natürlich. Wenn das Internet nicht mehr funktioniert, weiß keiner mehr, wo die Waren von A nach B hin müssen. Dann sind die Supermärkte in einer Woche leer, beispielsweise. Also das hat schon Implikationen bis dahin, dass dann eben zum Beispiel auch Verkehrschaos entstehen würde auf den Straßen, weil die Koordinierung nicht mehr stimmt. Also wenn das Internet bei uns ausfällt, dann kann es schon auch seriöse Probleme mit sich führen. Ja. Krankenhäuser haben irgendwann auch ein Problem. Denken Sie über sowas wie eine digitale Akte nach, die kann nicht mehr ausgetauscht werden. Wenn es langfristig passiert, kann da schon Chaos entstehen. Nichtsdestotrotz, kurzer das noch, vielleicht zum Abschluss, vermute ich, dass das mentale Chaos bei den Leuten viel, viel größer ist. Und sozusagen, das potenziert sich dann auch so. Ja? Dadurch entsteht dann eigentlich das Chaos. Also um die Lust am Katastrophischen vielleicht doch noch ein bisschen zu nähren, nach dem, was ich las, Trinkwasserversorgung problematisch. Und wenn wir unser Verkehrswesen noch ein paar Jahre nach vorne denken mit dem autonomen Fahren, das ist ja auch das Szenario, das gerne heraufbeschworen wird. Du hast auch nicht gern, dass dann dein Wagen gehackt wird und gegen einen anderen gelenkt oder so. Aber tatsächlich möchte ich das, was du auch meintest, noch mal gerne aufgreifen und dich fragen, Haya. Wolfgang Schäuble, einfach Presserecherche, wollte schon Ende der Nullerjahre eine Möglichkeit haben, um einen Internetnotstand zu schaffen, weil wir haben ja jetzt hier drüber geredet, mit welchen negativen Vorzeichen oder schlechten Absichten man da dran rumfummeln könnte. Der allerdings argumentierte, man braucht das, falls die digitale Infrastruktur mit DOS-Attacken, also mit so Überlastungsangriffen, überzogen werden. Und bevor dann irgendwie die Kernschmelze mental oder tatsächlich in der physischen Welt einsetzt, einfach irgendwie mal die Notbremse ziehen. Ist das eine total abstruse Idee oder nicht? Doch, gibt es nicht doch Szenarien, wo man denken könnte, ja? Also fragst du, ob es möglich wäre? Oder? Ob es sinnvoll wäre? Oh, sinnvoll. Matthias sagt, nee, er will nicht, dass da bei einem Innenminister ein rotes Telefon oder ein roter Knopf ist. Das ist der falsche Ansatz, glaube ich. So. Also technologisch gesehen ist es natürlich möglich. I don't know how this would be done in the government. Now, sinnvoll, das ist eine gute Frage, because if you look at China, they essentially have this. They control the internet. They can disconnect the rest of the their networks, all the ISPs from the rest of the internet. So this would be possible also in Germany. The Western world does it something a little bit different. They don't disconnect the internet. They control what you do, where you go, what you see. Think of NSA. Internet operators in the United States, some collaborated because they had no choice, some wanted to collaborate and so on. So traffic was redirected and even if it's United States, Western country and democracy, still it's not disconnecting people from the internet, but it does control everything that people do and what is the difference. Now, if in Germany it would make sense, I can't say if it would make sense, ehrlich zu sagen. I don't think it makes sense to control the internet like this, but you may want to control certain areas of the internet. And if I can come back to your question about the horror scenarios, they do actually happen. Think about all the AMPL system is controlled over the internet nowadays. And there were cases where trains were hacked.
causing accidents. There were cases where planes were hacked, causing accidents. Which just, you know, it doesn't happen so often because it happens when it really is critical for it to happen. But such things happen, and nowadays attacks in digital world can easily have impact in physical world. So this is not theoretical scenarios. And so to have some button where you decide, okay, I disconnect my EON, the critical infrastructure, power supply, or Wasserversorgung and so on. We may want to decide because there were attacks where hackers poisoned the water supply by providing different menge of mixture to the water that was what was supposed to be. So such attacks happen, so you may want to have that. But to I don't think in Germany this would make sense to control the entire internet or access to services. And I think in Germany it would be much more difficult to do than in the United States, for instance, because of the mentality. It's completely different. I think people here for security would not sacrifice the freedom to have their access to content, to decide for the, to let government decide what they can see, what they cannot see. I think here it's much more extreme in this case. I'm not saying it's better or less good. I'm just saying it's different. In the United States, I think people are willing, if someone tells them for security, we do this, people are much more willing to sacrifice their freedom for security than this would happen in Germany. So I don't know if in Germany this question would be answered the same as if we asked it for the US. Genau diese Sicherheitsfrage können wir nochmal mit einem anderen Innenminister durchkauen. Wir haben jetzt über Togo gesprochen, ein paar andere Länder habt ihr schon genannt, Kamerun, Pakistan, Iran, vor allen Dingen Indien, die sind ziemlich weit vorne. Sofort, sorry, jetzt bin ich schon sozusagen am Abheben, dann bringe ich das auch zu Ende. Die sind ziemlich weit vorne, wenn es darum geht, zeitweise für längere Zeit das Netz runterzufahren. Dann sagen wir so, ja, autokratische Systeme bei uns, die Leute hier legen so einen großen Wert auf ihre persönliche Freiheit, opfern sie nicht für irgendeine diffuse terroristische Bedrohung. Allerdings nehmen wir dann jetzt einen anderen Innenminister, Thomas de Maizière, 2017, wollte Unternehmen verpflichten, Hintertürchen in eure Smartphones und in eure smarten Fernseher und weiß der Kuckuck was noch alles, was ihr in der Küche habt oder so, einzubauen, sodass der Staat nicht so relativ plump sagt, so hier geht jetzt das Licht aus oder hier geht jetzt das Netz aus, sondern er könnte sozusagen die Allgemeinheit, nämlich alle, die wir irgendwas nutzen, unter Generalverdacht stellen, den Shutdown aber ganz individuell machen und sagen, also bei dir geht der Rechner nicht mehr und bei dir geht das Smartphone nicht mehr. Haltet ihr das für komplett unwahrscheinlich? Bin ich jetzt schon kurz davor, irgendwie mir einen Aluhut aufzusetzen, wenn ich denke, es gibt tatsächlich Bestrebungen, also ich will wirklich nicht in so ein verschwörungstheoretisches Fahrwasser, aber die Optionen sind ja da und irgendeiner wird drüber nachdenken, oder? So, with de Maizière, I actually think there is a lot of trade-off between security and privacy or freedom in the internet. So it's very, you know, difficult because of this freedom, Germany sacrifices a lot of the cyber capabilities that it could have had. A lot of the, so like, don't underestimate it. Freedom is important, but this means that you have it at the expense of being able to have intelligence. And that you could say that there is, es macht Sinn natürlich, also to say, well, we don't want to be behind all the other nations. Mm-hmm. Like, think of GCHQ, think of NSA. And think of China and Germany, not the capabilities are behind. German capabilities in cyber are not behind other nations. I definitely don't think so. But access to data or the ability, what you can collect in the internet is much more limited. And then I am a technological person. I'm a researcher. I don't think it's up to me to answer this question. But you gave an example of an innenminister who made a shift towards a little bit of different approach. So I can't say it's right or wrong. It's just, you know, people should be aware of the pluses and the minuses. And if you want to be in the front of spyware, of the spying world and intelligence collection and what goes on, and if the Russia is going to attack your the elections in Germany, you may want to have access to this data. But then it limits your freedom because then you have the government who is looking at what you are sending or what someone else is sending.
So this is the trade-off, and who decides? Definitely not the tech. I don't think researchers in our area. Es gab eine Frage, glaube ich. Aber ihr könnt auch gerne vorkommen, wie gesagt. Vielleicht ist ja auch zu banal, aber also wenn wir vergleichen Wasserleitung, also wirklich diese ganzen Leitungsstrukturen mit dem Internet. Es gibt ja manchmal, also jetzt Beispiel Bunker. Für den Notfall gibt es einen Bunker. Für den Notfall gibt es was? Entschuldigung, ein Bunker. Ach so, okay, alles klar. Ob es so also ähnliche Sicherheitsstrukturen oder so gespiegelte, doppelte Strukturen, also jetzt mein Beispiel auch, in Moskau gibt es zum Beispiel U-Bahn nur für die Regierung. Es gibt normale U-Bahn, es gibt eine U-Bahn für die Regierung. Gibt es im Internet auch so etwas Ähnliches oder könnte es geben, könnte es eine Lösung sein, wenn ich verstehe, da ist ein Angriff, dann schließe ich die Leitung und mache das über die andere, also... Ja, sehr berechtigte Frage, denn jeder kennt ja das Phänomen, du bist auf einem Festival oder großen Konzert und willst damit irgendwie rum angeben, kannst aber nicht, weil das irgendwie die paar tausend anderen Leute auch gerade machen und Fotos rumschicken wollen oder so. Von daher wäre es ja tatsächlich sinnvoll, Polizei, Feuerwehr, ja. THW haben Strukturen, die jenseits des alltäglichen Users sind. Gibt es die? Genau, für bestimmte Netze gibt es das. Klar, auch gerade in Krankenhäusern gibt es halt sozusagen Intranet. Sieht man schon, das ist ein Unterschied zu Internet. Also Netze, die nur, also Kommunikation innerhalb des Netzes, nicht zwischen Netzen ermöglicht. Sowas gibt es schon. Und vielleicht das krasseste Beispiel ist, waren Sie schon mal im Bundeskanzleramt? Da gibt es noch eine Rohrpost. Und die gibt es nicht deswegen, weil die so schön aussieht, sondern einfach aus Sicherheitsgründen, weil wir halt nicht irgendwelche digitalen Leitungen verwenden wollen, sondern quasi handgeschrieben, was von A nach B sicher transportieren möchten. Also so eine Netze gibt es natürlich, aber nicht im großen Stil. Aber die sind trotzdem angreifbar. Ja, genau. Und das bringt mich jetzt noch zum Kommentar, den ich zu dieser Frage mit dem Knopf loswerden wollte, unbedingt. Wenn Sie den einführen, wer sagt denn, dass der nicht auch gehackt wird? Ja, wer sagt denn, der Knopf muss ja auch mit dem Rest des Internets kommunizieren und wenn der gehackt wird, dann haben sie einen neuen Angriffsvektor. Also ich würde sagen, das ist der falsche Ansatz, das ist der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben, wenn man sagt, wir haben jetzt einen Knopf, damit können wir das Internet abschalten. Damit lösen sie nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir uns bewusst werden müssen, was da so prinzipiell, wie das funktioniert und wie da Abhängigkeiten sind. Ab der zweiten Frage muss man nach vorne kommen. Nein, Quatsch. Yes. Ich nehme mal so ein Szenario, irgendwelche Internet-Trolle in irgendwelchen anderen Staaten verbreiten hier so ein Informationschaos. Die Welt weiß nicht, ja, der Atomkrieg bricht aus. Nein, doch nicht. Hin und her, es herrscht ein totales Chaos und die Leute werden mit verschiedenen Hiobsbotschaften über alles Mögliche derart verwirrt. Niemand weiß mehr, was stimmt noch. Es geht ja jetzt schon so, dass man dem Internet, nicht dem Internet, aber den Informationen im Internet nicht mehr weiß, kann man dem überhaupt noch trauen? Sodass vielleicht die Idee ist, okay, wenn ich das abschalte, sind die Leute erstmal gezwungen, zum Kiosk zu gehen, eine Zeitung zu kaufen. Die kann man nicht hacken, jedenfalls nicht so schnell, um einfach eine Gewährleistung von einer validierbaren Information zu gewährleisten, zum Beispiel. Wäre das sinnvolles Abschalten des Internets? Die Zeitung kommt halt erst am nächsten Tag raus. Die Zeitung kommt leider erst am nächsten Tag dann raus. Radio. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe mich auch gefragt, wie würde ich denn arbeiten ohne Netz und keine Ahnung. Also es gibt, ist auch gerade in dem Film hervorgekommen, dass Nobert gesagt hat, so Internetverbindung löst Sicherheitsprobleme, weil man darüber nämlich also wenn alle Welt jetzt irgendwie sagt, es gibt einen Atomkrieg, es gibt keinen Atomkrieg, wenn von dem offiziellen Account der Bundesregierung aus gesagt wird, es gibt keinen Atomkrieg, würde ich jetzt erstmal dem glauben, bevor ich irgendwelchen anderen anonymen Leuten glaube. Also der gehackt ist und der mal so und du weißt es nicht mehr, ja? Das meine ich. Genau, ja, da sind wir halt wieder in diesen Horrorszenarien drin. Ja, dass alles gehackt aber. Ist. Ja klar, also wenn alles gehackt ist, dann weiß man natürlich nicht, was man glauben soll. Ich glaube aber trotzdem, dass das Online-Lassen eher dabei hilft, rauszufiltern, welche Seite die richtige ist, in Anführungsstrichen, weil sonst nimmt man halt ein Informationsmedium weg und eins, mit dem man relativ schnell auch zum Beispiel Entwarnung geben kann. Also die Türkei hat das zum Beispiel während des Putschversuches, haben die zwischenzeitlich abgeschaltet und irgendwann lief einfach mehr oder weniger auf Dauerschleife Aussagen von Erdogan. Aber wirkliche, richtige Informationen, wo jetzt gerade Gewalt ausbricht, gab es dann halt auch nicht. Also
das haben auch Menschen genutzt, um dann wirklich in Sicherheit zu kommen. Also ich glaube, in solchen Fällen, wenn es Unsicherheit besteht, trägt das Internet in seiner Natur eher dazu bei, uns Klarheit zu verschaffen auf die Dauer. Obwohl ich mich frage, ob das wirklich so ist oder ob ich dann nicht eher warten würde, bis die Polizei amtlich mit einem Lautsprecherwagen die Schönhauser Allee langtuckert und mir sagt, was los ist. Auch schwierig. Das hören sie mich nicht, du dann nicht, weil die Fenster zu sind und die sind schallgeschützt. Okay, also nur, gut, nur mal das ist jetzt der totale Beispiel. Fuck up. Jetzt nur müssen wir genau. Ein bisschen frohe Kunde verbreiten. Was ist denn dann, also ziehe ich mich zurück auf analoge Netze oder nee, ich nutze alle Quellen und versuche selbst zu gewichten. Was wäre denn dann hier von den beiden Experten und Expertinnen auf dem Podium die Auskunft, wo finde ich die valide Info? Also wo finde ich die valide Info, ist die falsche Frage. Das ist halt mit den Zeitungen ja, genauso. Weil es so schwierig ist. Nein, also das ist halt genau, das ist auch, war vorher schon im Internet so. Wo finde ich die valide Info, habe ich im Lexikon nachgeguckt. Ist der Brokkos jetzt besser als die Britannica-Enzyklopädie? Man muss halt lernen, mit der Information umzugehen. Und das haben wir natürlich alle irgendwie mal in der Schule gelernt, als wir uns mit Medien beschäftigt haben. Mit dem Internet kommen halt viel mehr Dienste und sozusagen viel mehr Informationen dazu. Und man vergisst, dass man darüber eben auch nachdenken muss und die auch bewerten muss. Das ist sozusagen, ich glaube, das ist auch teilweise ein ganz, ganz analoges, menschliches Problem. Das hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Was würdest du antworten? Also alles kann gehackt werden. Und alles ist angreifbar, das ist wirklich so. Wenn jemand will in die Regierungsnetze einbrechen, auch wenn es Intranet ist, können sie das machen. Und solche Fälle waren in der Vergangenheit. Man kann nicht viel dagegen tun, weil die Frage ist immer, wie sehr will der Angreifer rein? Es gibt keinen Bunker for the Internet. Think about the attack that was in Iran with Stuxnet. This was a completely disconnected network, completely disconnected. There were like a few air gaps and still it's possible, right? So also Stuxnet, nur um das kurz zu erläutern, war die Malware, die iranischen Atomkraftwerke befallen hat und dafür mittelschweres Chaos sorgt. Genau, aber think if it went wrong and this exploded, it would cause the reactor to explode. This would have had horrible, devastating results, so outcomes. So in the internet, that's the problem. You can't really rely on information. Everyone can break into a newspaper and publish something, even if it's a reliable website. Like think of BBC, CNN, Spiegel, and others. You can publish articles by hacking into the website for a short period of time before it's fixed. Yeah, it would be immediately very quickly fixed, but before it is fixed, it would cause chaos or it would cause people to believe in it. And such attacks, by spreading fake news using real websites, by attacking into them or using fake websites, they happened and they caused some companies to crash and caused chaos and devastating events. So this is not something that one can prevent. And of course, the newspaper world, the Zeitung, where we buy it and we read it, is much more reliable. But then you have slow access to information and et cetera, et cetera. So everything has its shortcomings and benefits. And we need to keep this in mind when we have access to information in the internet. We need to remember that. And when you read something on one website, you should always try to find real news. They will always be on a number of websites. They will not be on one website. So you can always correlate. That would be the best approach. That's actually, there are different mechanisms to check if news are fake. And what they do is they look at how it's formulated, the language, and they also check multiple sources. They compare multiple sources. So this allows to see if it's only in one source, then most probably it's not reliable. So, jetzt müssen wir aber hier leider einen Riegel vorschieben, weil wir quatschen schon unseren nächsten digitalen Salon so halb weg und da hinten kriege ich außerdem auch Timeout gezeigt. Jedenfalls super Hinleitung, vielen Dank, denn das nächste Mal reden wir unter dem Titel Alles nur gefaked und wer sich schon mal vorbereiten möchte für die Lektüreliste, würde ich sehr empfehlen Philipp Hübel, Bullshit-Resistenz. Da geht es nämlich genau um diesen Zusammenhang. Ich würde aber trotzdem gerne, Timeout hin oder her, ganz kurz noch zwei Sachen mit euch bereden. Und zwar legen wir euch ja immer Halbsätze vor und bitten, ergänzt die doch mal.
Und einer dieser Halbsätze lautete, um unsere Datennetze sicherer zu machen, brauchen wir. Da hast du geantwortet, Jan, Transparenz und Zusammenarbeit von Regierungen und Telekommunikationsunternehmen und keine Machtmonopole. Ist das deine persönliche Utopie oder gibt es dieses wunderbare fortschrittliche Konzept schon irgendwo zu besichtigen? Ja, also in der Reihenform ist es tatsächlich eine Utopie, aber es gibt immer wieder Fälle, wo man sehen kann, dass bestimmte entweder von Seiten der Regierung oder von Seiten der Telekommunikationsbetreiber es Bestreben gibt, für Transparenz zu sorgen. Vodafone zum Beispiel hat relativ großen Backlash bekommen, nachdem sie in Ägypten 2011, also eine Tochterfirma, von denen sich an dem Shutdown beteiligt hat. Mhm. Die und auch Telefonica zum Beispiel sind Mitglied im Global Network Initiative. Das ist eine Reihe von sehr großen Unternehmen, die sich den Menschenrechten verpflichtet haben. Die beiden veröffentlichen Transparency Reports, in denen sie quasi alle Anfragen der Regierung offenlegen. Das heißt nicht, dass sie nicht im Zweifelsfall, wenn es nach den Gesetzen des Landes legal wäre, unbedingt nicht abschalten würden, aber sie machen es halt transparent. Also wenn eine Regierung es anfordert, machen sie es transparent, was schon mal ein guter Schritt ist, damit man weiß, was ist überhaupt passiert. Und es gibt zum Beispiel 2014, Zentralafrikanische Republik gibt es ein Beispiel, das sind vier Telcos, also vier Telekommunikationsunternehmen gewesen, die wurden zuerst von der Regierung aufgefordert, SMS-Dienste einzustellen, das haben sie getan, dann sollten sie noch mehr Dienste einstellen, dann haben die vier sich untereinander abgesprochen und gesagt, nein, das machen wir nicht, haben die Regierung gesagt, nein, das machen wir nicht. Und am Ende hat sich die Regierung halt zurückgezogen, hat gesagt, ja, okay, weil wenn ihr alle plötzlich halt nicht mehr für uns arbeitet, dann haben wir auch ein Problem. Also wenn sich quasi die Macht nicht entweder komplett bei der Regierung oder komplett bei einem Unternehmen, weil es eine Monopolstellung hat in dem Land, konzentriert, sondern man hat so ein, quasi eine Balance of Power und im Idealfall ist das halt dann auch noch transparent gestaltet, dass man über die Zusammenarbeit der beiden Bescheid weiß als Bürger. Das ist in der, wie gesagt, in der Gesamtform eine Utopie, aber es gibt zumindest Ansätze in diese Richtung. Okay, vielen Dank. Das sind also Dinge, die man sich mal angucken kann. Dann würde ich gerne Matthias deinen Halbsatz noch vortragen. Um unsere Datennetze sicherer zu machen, brauchen wir, du sagst, mehr Anreize, die wirtschaftliche Interessen und sichere Kommunikation in Einklang bringen. Wie denn? Also ich meine, den weiß ich auch nicht. Dann hätten wir sozusagen viele Probleme gelöst. Aber was das vor allem sagen soll. Aber was könnte das für ein Anreiz sein, der mich irgendwie als Frau Google oder Facebook bewegt, auf deine Interessen einzugehen? Darüber muss man nachdenken. Aber was das vor allem sagt, ist, wir haben für viele Sicherheitsprobleme technische Lösungen, für fast alle. Das ist eigentlich gar nicht so das große Problem. Man muss sich halt die Frage stellen, warum werden die nicht eingesetzt? Und das ist ja eng verknüpft mit ökonomischen Interessen. Ja, das ist ja die Frage, um unsere Datennetze sicherer zu machen. Du hast eine Mogel-Antwort könnte die andere Antwort sein, wir müssen mehr nach technischen Lösungen suchen. Könnte auch eine Antwort sein. Und ich sage, die Lösung gibt es, müssen halt nur eingesetzt werden. Und wie man da Anreize schafft, das weiß ich auch nicht. Darf ich? Zumindest nicht vollständig. Ja, weißt du das, wie man diese Anreize schafft? Also natürlich, Matthias hat recht, wir haben viele technologische Mechanismen, aber indeed, how do you motivate deployment? And what you could do is look at how the mechanism works and look at how it's motivated and the design then appropriately this incentive. So in the case of routing, for instance, routing with BGP, routing essentially tells our communication which networks it should traverse on the path of it, on the way of it to its destination. So in the case of routing, what you could say, deployment of a security mechanism would allow a network to attract more traffic. And because routing works according to financial motivations, like the more I get more money, the more traffic I relay as an ISP, as an internet service provider. An Anreiz for routing could be you deploy security mechanism, this will bring you more traffic. So this is just one example. Mm-hmm. And of course, for every different solution, you need to tailor what will be the incentive for that specific case. But it is possible, and it should be an interdisciplinary research. It should be more research with economics and so on, game theory to identify what would bring benefit and what is the benefit. And in case of networks and network operators, the benefit is they get your traffic, they connect you to the internet, they get paid for it. Okay, dann vielen Dank, dass du Matthias' Halbsatz erläutert hast. Jetzt würde ich dich gerne noch bitten, auch deinen zu erläutern. Um unsere Datennetze sicherer zu machen, brauchen wir Sicherheitsverbesserungen, die man in den heutigen Infrastrukturen graduell und ökonomisch darstellbar einführen kann. Daran arbeiten wir. Aber nochmal ein konkretes Beispiel. Woran arbeitest du? Woran arbeitet dein Team? Was wir vielleicht demnächst nutzen, weil es sinnvoll ist, weil es funktioniert. Ja, also wir gucken viel Internetinfrastruktur.
And also upper layers. And one example is, for instance, what we are doing indeed to design defenses which would provide incentives to network operators to use them, okay? Because that will bring them more money. And the only, I guess, the best one of the best incentives for network operators, if they get money, then they, or for service providers, if they get more money, then they will deploy it. If they get more customers, then they will deploy it, et cetera, et cetera. And we look at routing, we look at naming system in the internet, we're looking at the PKI public infrastructure, for instance, everything. A lot of the communication nowadays is encrypted. You want to protect your communication by encrypting it. There are vulnerabilities there as well. How can we do defenses which would be secure? This is another example. So anything that you can think in the internet which has to do with communication, that's where we work and what we try to do, to find problems and to design defenses. Easy to design defenses in the internet, by the way. There are thousands of defenses, but indeed, how do you do defenses which would be used? And this is one of the main topics that we... Okay, dann würde ich gerne noch mal in einem Rutsch vortragen, was ihr drei ergänzt habt auf den Halbsatz, wenn morgen das Internet ausfiele, würde ich. Haya sagte, ich habe es ein bisschen eingekürzt, Urlaub machen. Jan sagte, häufiger meine Familie sehen und mehr lesen. Und Matthias schrieb, hätte ich mehr Zeit. Und dann zitiere ich noch mal ausführlicher, das Internet und die Digitalisierung hat Anwendungen ermöglicht, die die mentalen Kapazitäten unserer Gesellschaft sprengen. Und ich hatte bei allen dreien das Gefühl, ihr habt richtig Bock auf einen Shutdown, oder? Schlussstatement. Ergänzung, Widerrede? Also ich habe daraus gehört, naja, so für 5 Tage oder 14, why not? Also das wäre das Kurzfristigste, wenn ich jetzt nicht zufällig gerade Geld brauche oder im Krankenhaus lande oder Sonstiges passiert, wo ich mir denke, na scheiße, jetzt wäre es dann doch richtig gut gewesen, wenn das Internet da ist. Aber so, wenn ich jetzt für 5 Stunden kein Internet habe, würde mich das ja nicht umbringen. Aber sobald halt die eine Person dann das wirklich für eine lebenswichtige Maßnahme braucht, dann ist es halt 5 Stunden auch schon zu viel. Also okay, ich gehe davon aus, ihr beide würdet es unterschreiben, dann lasse ich das als Schlusswort stehen oder gibt es eine Ergänzung? Okay, gut, dann vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr so schön auch schon den nächsten digitalen Salon anmoderiert habt. Alles nur gefaked, wie gesagt. Wir kennen inzwischen Computerprogramme, die imitieren die Stimmen von Trump oder von Clinton oder behaupten zumindest, sie können es und werden es bald noch besser können. Bilder werden allenthalben manipuliert über manipulierte Infos oder Fake News, haben wir auch gesprochen. Und die Älteren unter uns erinnern sich noch an Varoufake, ein Fake, der sogar Grimme-preiswürdig war, wo man sich ja auch fragen kann, wo ist denn da oben und unten. All das wollen wir nächstes Mal diskutieren und nächstes Mal ist der 28.11. Das ist der letzte digitale Salon des Jahres und ich freue mich, wenn ihr alle wiederkommt. Vielen Dank für eure teils langen Anreisen und fürs Kommen und Diskutieren und euch für eure Nachfragen. Danke. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Sehr gerne.